So, willkommen zurück zu NGL Biathlon, jetzt allerdings mit der Beta 4-Version. Also, ich habe das ja schon angekündigt, in der neuen Version wird es dann hier die Athleten für 22, 23 geben. Das ist dann jetzt auch das große Update, was jetzt nochmal kam. Es gibt neue Skier, die man natürlich dann auch anders nutzen muss bei verschiedenen Temperaturen, aber auch da haben wir schon eine Skischule bei uns auf dem Discord. Dankeschön nochmal an Benny, der sich da wieder drum gekümmert hat. Also, wer wissen will, welche Skier er zu welchem Wetter benutzen muss, darf, kann, dann einfach auf den Discord-Channel unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu kommen. Und da in dem Channel NGL Biathlon ist das Ganze angepinnt. Also da werdet ihr auf jeden Fall was finden. Ich zeige euch ganz kurz mal, was sich sonst noch so geändert hat. Die WorldDB 23 bleibt natürlich, der Speicherstand bleibt natürlich auch für euch drin. Also da müsst ihr jetzt nicht einen neuen Save anfangen. Ansonsten gibt es, glaube ich, eine neue Strecke. Die können wir uns mal ganz, ganz kurz anschauen. Ist eigentlich wurscht, welchen Athleten wir nehmen. Boris Danish, den nehmen wir jetzt einfach und dann klicken wir mal durch. Die neue Strecke ist in Russland. Was wir natürlich eigentlich boykottieren, das ist Riasan, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ah, okay, ich hätte auch einfach in die andere Richtung gehen können. Das wäre leichter gewesen. Leider gibt es den Broadcast-Mode im Multiplayer immer noch nicht. Also das ist jetzt noch nicht integriert. Wir gehen einfach mal ganz kurz auf die Strecke, laufen ja die Runde mal an und machen mal so einen kleinen Blick, ob sich die Strecke lohnt. Düt, düt, düt ist auf jeden Fall schon mal mit drin. Jetzt haben wir natürlich hier den beschissensten Athleten der Weltgeschichte. Oben sieht man dann übrigens, wie gut die Skier für das Wetter eigentlich passen. Und ich glaube, die Skier passen gar nicht. Benny hat's verkackt. Normalerweise sollte oben jetzt stehen, dass wir super Skier haben. Aber gut, das Wetter ist natürlich minus 11 Grad. Ein bisschen weniger als zunächst angekündigt. Da muss man also dann jetzt auch immer noch mal ein bisschen drauf aufpassen. Skierwechsel wäre auch eine Möglichkeit während des Rennens. Gibt es ja auch ab und zu mal, dass das tatsächlich gemacht wird. Aber ich finde die Strecke recht schön. Nicht zu schwer, ich glaube genau richtig schwer. Wir haben jetzt natürlich hier einen der schlechtesten Athleten gegen absolute Spitzenathleten, Boris Danish, bei uns ja im Juniors Cup mit am Start gewesen. Also die Skier laufen hier jetzt noch nicht so richtig gut, wie man sieht. Wegdrängen kann man immer noch wie eh und je. Dann machen wir da vorne noch den einen Anstieg und laufen mal ganz schnell zum Schießstand, um uns das mal anzuschauen. Aber dann würde ich auch zum Wamsi-Michel wechseln. Also oben das mit den Skiern finde ich eigentlich auch ziemlich nice, dass man einfach weiß, wie die Skier funktionieren. Und vielleicht ändert sich das ja auch von den Temperaturen her während des Rennens. Das wäre ja auch nice. Minus 12 Grad sind es jetzt geworden. Wenn es jetzt noch deutlich kälter wird, dann könnte das mit den Skiern ja vielleicht doch eine gute Wahl gewesen sein. Schauen wir mal drauf. Wir werden das sicherlich rausfinden. Jetzt auch für mich das erste Mal, obwohl ich Patreon-Nutzer bin, dass ich hier die Beta 4 spiele. Hatte immer ein bisschen Angst um meinen Spielstand, aber wie gesagt, müsst ihr nicht haben. Der Spielstand bleibt euch erhalten. So, Boris Danish jetzt nicht der beste Schütze. Und Bums. Ja, relativ langsam. Die Konkurrenz, Tinje Böfi, Jormaier, alle schon fast beim zweiten Schießen. So, also haben wir die Strecke einmal gesehen. Sieht irgendwie ganz nett aus. Nichts Besonderes. Schön viele Bäume drumherum. Nice. Also da lohnt sich doch die Beta 4-Version. Und wie gesagt, das mit den Skiern ist oben neu. Finde ich schon mal ziemlich cool. Natürlich, die Trikots sind überarbeitet. Es gibt generell auch noch mal ein paar neue Anzüge, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber jetzt gehen wir mal rein und versuchen mit dem Wamsi-Michel. Achso, waren es gerade überhaupt? Ich glaube, die Skier habe ich ja eben gerade gar nicht ausgewählt. Hier sind es minus 16 bis minus 20 Grad. Also Bennys Skischule hat eben, glaube ich, sowieso gar nicht gekickt. Also was, da habe ich Unsinn erzählt. Aber dann können wir gleich mal den Unterschied feststellen, indem wir in Kontiolahti im Einzel an den Start gehen. Minus 16 bis minus 20 Grad ist schneit. Und wenn ich in Bennys Skischule schaue, dann sind es die Faster Carbon X, die uns dort. Ach, guck mal hier, da kann man sich das dann anschauen, bei welchen Temperaturen die stark sind. Also nice. Auch das ein cooles neues Feature. Hier oben sieht man dann der Boost und bei Schnee so viel, bei No Snow so viel. Also die Faster Carbon X sind auf jeden Fall die richtige Wahl. Und dann müsste das jetzt oben auch relativ gut zu sehen sein. Habe ich jetzt gar nicht die dritte Startgruppe, aber hier sieht man schon. Also der Boost ist richtig da. Nicer, dicer. Jetzt habe ich Bennys Skischule schon verdammt. Muss ich mein Haupt neigen? Schande über mich. Und naja, gut. Also wir sind sowieso schon sicher aufgestiegen. Versuchen natürlich trotzdem mit dem Wamsi-Michel jetzt hier auch im neuen Anzug an den Start zu gehen.
erfolgreich an den Start zu gehen. Das war noch wichtig. So, minus 17 Grad sind es jetzt nur noch. Da sieht man oben, dass es dann jetzt nur noch so bei circa 3 von 5 ist mit dem Boost. Also je kälter es ist, minus 20 Grad wäre das Optimum. Da haben wir den perfekten Boost für die Skier. Sehr geil. Also nices Feature. Da bleibe ich doch gleich mal am Hang stehen. Und die nächste Ankündigung, die ich auf jeden Fall treffen kann, ist morgen ab 18:30 gibt es endlich mal wieder einen Stream. Wir streamen NGL Biathlon. Ich würde da ein bisschen den Start der dritten Saison machen mit dem Wamsi Michel. Wir können allerdings auch so ein bisschen eine kleine Fragestunde machen. Wer Probleme hat mit NGL Biathlon, dann können wir dort auch ab und zu ein bisschen helfen. Und zum Abschluss würde ich dann ein paar Runden Multiplayer mit euch zocken. Es können immer 12 Leute rein. Also inklusive mir dann eben noch 11 andere, die da zocken. Ich würde die Lobby immer eröffnen und dann können wir ja ein bisschen wechseln. Ich denke mal, es muss nicht jeder dauernd mitspielen. Wir haben ja eine sehr faire und freundliche Community. Wer dann einmal mitgespielt hat, der setzt dann eben vielleicht mal ein, zwei Runden aus. Je nachdem, wie groß der Andrang natürlich auch ist. So, wir dürfen hier nicht zu schnell rein, aber wir müssen schon auch ein bisschen den Puls noch hochkriegen. Ja, 177. Im Einzel müssen wir nicht so schnell schießen. Der Puls bleibt bei 177, geht jetzt runter, aber das sollte schon irgendwie reichen von der Zeit her. Jo, ein Fehler gleich mal zum Start. Ich bin irgendwie auch heute nicht so richtig konzentriert. Morgen geht es für mich dann auch wieder weiter bei der Arbeit. Ich muss jetzt heute mir doch noch mal ein paar Sachen anschauen. Aber morgen trotzdem Stream 18:30. Ich werde es jetzt auch noch mal fix ankündigen, damit ich auch keine Chance habe, da wieder rauszukommen. Ich streame ja schon eigentlich gerne. Aber ist halt auch immer sehr anstrengend. Man unterschätzt das. Ich finde immer viele Leute, die sich hinsetzen und ganz entspannt streamen. Das finde ich immer phänomenal, weil ich dann immer doch ein bisschen angespannt bin. So wie jetzt auch gerade. Aber wie gesagt, den Aufstieg haben wir eingetütet. Wir haben eine Medaille geholt bei den Weltmeisterschaften. Die zweite Saison oder die dritte Saison war ungefähr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind läuferisch, glaube ich, ein bisschen zu all-in gegangen. Müssen wir mal schauen, ob wir da ein bisschen mehr Luft lassen sollten. So, immer noch minus 17 Grad. Ich habe mal dieses Ski-Ding da oben noch im Blick. Da schauen wir mal, ob sich das dann verändert, sobald die Temperaturen vielleicht doch nochmal kälter oder eben wärmer werden. Wärmer wäre für uns nicht ganz so gut. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Luft gelassen, läuferisch. So, Panzerschmidt der Null. Wir sind nicht so richtig gut dabei. So, hier sollten wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Schmackes mit reinnehmen. Und rutschen dann wieder in unser Glück. Der Schießstand ist extrem schwer hier in Kontiolahti. Also ich finde das hier sehr kompliziert. Aber wahrscheinlich sollte man hier ein bisschen drüber sprinten. Und dann kann man hier nochmal in Ruhe runtergehen. Also alles irgendwie nicht ganz so optimal. Aber wie gesagt, meine Konzentration ist heute jetzt auch nicht so gegeben. Trotzdem versuchen wir jetzt natürlich die Null zu schießen. Karwin hatte da die Null. Ich zeige jetzt auch nicht mehr so häufig die Schießergebnisse der anderen. Boah, Alter, ist das Gewehr wackelig. Eieieiei, das war nicht gut. Wir sind in der Ski-Time, ja, ungefähr auf Niveau von Karwin, der fünfte Platz für uns. Bin jetzt auf jeden Fall noch nicht in Hochform. Ich muss mich dann morgen vor dem Stream ein bisschen warm schießen. Da ist man dann nochmal nervöser, wenn die Leute einem live zuschauen. So, Honig. Fehlerfrei durchgekommen. 20,9 Sekunden unser Abstand. Wie gesagt, den Aufstieg, den haben wir eh schon eingetütet. Da gibt es, denke ich mal, keine zwei Meinungen zu. Ich glaube, es ist rein rechnerisch auch schon gar nicht mehr möglich, dass wir das nicht schaffen. So, wir ziehen hier wieder durch. Hier lassen wir ein bisschen auf Lücke. 21,2 Sekunden. Rémi Prudier mit 3 Fehlern. Ansonsten sind die vor uns waren, noch nicht mit dem Schießen fertig. Wir sind halt auch diesmal in einer etwas früheren Gruppe gestartet, weil ich, glaube ich, random eingegeben hatte, weil mich diese Kurve einfach so fasziniert hat mit den Skiern. Das war schon sehr nice. So, Riedmüller schießt mal die Null. Renkel mit einem Fehler, Panzacz wieder mit der Null. Dreimal die Null für den Polen. Karwin mit 2 Fehlern, das ist gut für uns, dass der hinten raus jetzt mal federn lässt. Da kommt schon wieder der nächste Kollege von hinten. Was macht eigentlich Lesjuk?
Den haben wir irgendwie nur ganz, ganz selten dieses Jahr im Bild gehabt. Der müsste trotzdem noch im Aufstiegsrennen ja eigentlich mit drin sein. So, wahrscheinlich läuft er gerade neben uns. So, mal ein bisschen Schmackes mitnehmen. 189er Puls. Wir laufen nicht ganz nach vorne. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen konzentrierter auch zu schießen. Ja. Einfach vorbeigerast, der Junge. Also, das war noch ein ganz guter Rhythmus. Nicht super schnell, aber so zwischen 7 und 8 Sekunden im Einzel ist das völlig in Ordnung. Wir machen aber keinen besonders großen Sprung, weil die Konkurrenz erst später Fehler geschossen hat. Also Blanco noch mit der 0, Panzertsch werden wir nicht holen. Aber Otto Emil Karwin sollten wir eigentlich noch in die Tasche stecken. Das wird jetzt dann läuferisch kompliziert werden. Da muss der Supersprint auf jeden Fall ein bisschen herhalten. Protier jetzt nochmal mit der 0, aber die 3 Fehler beim Schießen davor, die kosten ihn natürlich. Hier sehr nice, dass es jetzt kälter geworden ist und der Skiboost wieder ein bisschen kickt. Richtig gut. Ein bisschen Supersprint. Nice. Also der Skiboost, das ist oben nochmal richtig nice, dass es von der Temperatur her dann immer manchmal nochmal mehr bringt, manchmal weniger. Richtig gutes neues Feature. So ein bisschen wie die Tagesform beim Pro Cycling Manager, die hier einfach nochmal integriert wurde. Und dann hängt es wirklich an einem Grad Celsius, ob man gut am Start ist oder eben nicht. So, die letzte Runde könnte kompliziert werden, aber wir haben jetzt keine besonders schweren Anstiege mehr. So, Panzertsch mit einem Fehler. Der wird aber läuferisch wahrscheinlich besser sein als wir. So, 23,3 Sekunden der Abstand. Gehen wir nochmal in die Stefan Hocke, schauen nochmal ganz kurz auf die Ergebnisse. Lovro Blanco wäre auch noch ein Konkurrent. So, minus 18 Grad. Temperaturen echt schwierig. So, das war ein bisschen hoch. Der Puls war ein bisschen weit oben, aber diesmal dürfen wir auch etwas weiter nach vorne laufen. Könnte dann trotzdem noch passen. So, hier sehen wir es. Panzertsch, Banis, beide mit einem Fehler. Das wäre jetzt unsere Konkurrenz. Da habe ich ein bisschen Schiss vorm letzten Schuss gehabt. Schiss vorm Schuss. Besser als einem Schuss vorm Schiss. Wobei, weiß auch nicht. Vielleicht ist es doch besser. Ich habe mir noch nie einen Schuss gesetzt vorm Schiss. So, jetzt ballern die Skier nochmal. Ihr solltet euch generell keinen Schuss setzen, um Gottes Willen. Also, will hier kein schlechtes Vorbild sein. Mit dem einen Fehler die Chance, Panzertsch vielleicht doch noch zu überholen. Müssen uns die Kräfte jetzt ein bisschen einteilen. Deswegen tragen wir ja auch den Einteiler, weil wir uns immer alles einteilen müssen. So, aber wir haben noch ein bisschen Supersprint, den wir uns aber jetzt dann auch für den nächsten Anstieg nochmal aufheben müssen. Läuferisch wird das natürlich jetzt keine Granatenleistung werden. 4,1 Sekunden der Abstand. Das erste Schießen hat uns dann eben reingeschissen. Minus 20 Grad. Jetzt ballern die Skier wieder. Ich weiß nicht, ob das von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt dann nochmal unterschiedlich ist mit den Temperaturen. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, alles rausballern, weil es kommen danach eigentlich ja keine großen Anstiege mehr. Es geht da nur noch auf die Zielgerade. Wir verlieren weiterhin, allerdings die Konkurrenz jetzt auch nicht so mega gut läuferisch. Aber es kommen noch einige. Wir haben noch nichts von, doch unten sehen wir Burkhalter gerade mit der 0. Burkhalter und Birkenthals sind ja auch noch auf der Strecke. Die werden jetzt sicherlich auch noch mal ein bisschen was rausknödeln. So, ich hoffe, vom Sound her passt soweit alles, weil ich jetzt bei der Beta auch, glaube ich, audiomäßig gar nichts umgestellt habe. Aber ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was umstellen kann. Wir verlieren 6,9 Sekunden. Sehen wir es positiv. Das könnte eine 69 sein. Ich weiß nicht, was man daran positiv sehen soll. Aber macht ja nichts. Dann gehen wir mal in den Brotkastenmodus. Schauen uns an, was die Konkurrenz da so macht. Ich gehe schon davon aus, dass noch zwei, drei Athleten an uns vorbeigehen. Ja, warte mal. Können ja mal ganz kurz schon mal leicht üben. Man konnte doch irgendwie auch zum Schießstand oder so wechseln. Okay, das war Pause. Ja, genau. Hier konnte man zum Schießstand gehen. Das finde ich eigentlich auch ganz nice. Ah, ja. Super. Hat ja gut funktioniert. Kann ich da... Ah, okay, ich kann trotzdem wieder wechseln.
Finish. Aber kriege ich jetzt nicht die Zwischenzeiten sonst auch noch irgendwo? Ah, hier Split 13. Da haben wir schon gesehen, Burkhalter mit 1,40 Rückstand. Der ist jetzt nicht wirklich auf einem guten Weg, uns da nochmal zu überholen. Da sind jetzt auch schon so ziemlich alle durch. Und Finish war, glaube ich, hier, genau. Also die Tastaturkürzel musste ich mir vielleicht nochmal anschauen. Aber wie gesagt, der Broadcast-Mode, der funktioniert ja eh im Multiplayer nicht. Aber irgendwie trotzdem ganz schön, das nochmal so zu sehen. Und dann ist es tatsächlich für uns der zweite Platz. Mit keiner besonders guten, konzentrierten Leistung. Taras Lesiuk mit 5 Fehlern. Pantsacz mit dem einen Fehler, dann läuferisch eben der bessere. Schauen wir in die Statistiken. 19,7 Sekunden verlieren wir. Burkhalter und Sörum wieder läuferisch. Eine Granate. Erstes Schießen war 6,5. Eieiei. Dann waren wir ein bisschen langsamer unterwegs. 7,9 und das letzte Schießen war dann auch eine 8,1. Mei. Ist okay. Gibt Schlimmeres, gibt Besseres. Aber dann schauen wir mal. Sebastian Samuelsson auf jeden Fall wieder mit dem Sieg im Weltcup, im Ibu Cup. Oscar Lombardo vorne, irgendwie immer dieselben Sachen. Thomas Mukiska, César Bovet ist auch relativ klar. Julia Simon vor Reuseland, Stepanova vor Auchenthaler, Fem Steinefick vor Jekaterina Beck und im Juniors Cup Emma Nilsson. Und wir machen jetzt nochmal ganz kurz den Blick auf die Weltcup-Gesamtstände. Wir sind nur noch 27 Punkte hinter Renas Birkenthals. Also da wäre doch sogar das gelbe Trikot noch drin. Ein bisschen Spannung liegt in Östersund. Joscha Burkhalter haben wir ordentlich fett eine gegeben. Weißt du, der hat gekriegt, wie wir früher immer gesagt haben. Der hat richtig gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, Schwester Eva oder sowas war das. Heißt die so? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Taras Lesiuk auf jeden Fall nur auf dem 7. Platz. Dem fehlen noch 41 Punkte auf Makarov. Das wird er nicht mehr schaffen. Die Top 5 sind, denke ich mal, sicher durch. Der Sangria Kim, sehr nice, mit 52 Punkten Vorsprung. Da kann man auf jeden Fall schon mal fast gratulieren. Da muss der Yongyu Kim jetzt schon ordentlich einen rausknödeln oder eben Eng Saikan, Eng Bat. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wir können dem Sangria Kim gratulieren zum Aufstieg in den Europacup, genauso wie Oscar Lombardo das Ganze schaffen wird. Die Deutschen sind nicht auf den Abstiegsplätzen. Tommaso Giacomel, der ja, glaube ich, auch ganz ordentlich momentan im Weltcup abschneidet. Und Sebastian Samuelsson, der wird wahrscheinlich seinen Titel verteidigen können. Bei den Damen Julia Simon vor Elvira Öberg, Tandre Wold, Reuseland nur auf der 4. Franzi Preuß als beste Deutsche auf der 6. Dann Vanessa Hinz und Anna Weidel auf der 22. Umso schöner, dass Clara Bayer, mal eine junge deutsche U25-Athletin, den Aufstieg hier bei uns schaffen wird. Und dann auch nächstes Jahr am Weltcup teilnimmt. Reminova wird aufsteigen, Jekaterina Beck. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nicht viel mitzureden. Ne, Juliane Frühwirth, Lisa Maria Spark ist da hinten mit dabei, Martina Drabucki und so weiter und so fort. Also da haben wir auch mal einen schönen Blick drauf geworfen. Jetzt geht es dann eh nochmal in die Staffel nach Östersund. Und wir machen jetzt auch den Sprung nach Östersund. No precipitation. Yes, I know the word. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird's wahrscheinlich heißt das einfach nur, es schneit nicht und es ist kein Nebel oder sonst irgendein Scheiß. Ihr könnt es jetzt einfach mal in den Google Translator eingeben. Aber ich konzentriere mich einfach strunzblöd auf den Sport wie die deutschen Fußballer in Katar. Nee, haben die sich auf den Sport konzentriert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bloß nichts von der Außenwelt mitbekommen. Wir gehen rein in den Sprint und wir behalten im Hinterkopf, dass der Wamsi Michel nicht besonders gut im Englisch ist. Eigentlich kann ich ganz gut Englisch, aber das übersteigt meine Fähigkeiten. Sondern wir schauen drauf, was Renas Birkenthals dann jetzt im Sprint zu leisten imstande ist. Und vielleicht gibt es ja doch noch das gelbe Leibchen für den Wamsi Michel. So, willkommen in Östersund. Jetzt habe ich fast vergessen aufzunehmen. Richtig starke Leistung. So, minus 14 Grad, also das sieht schon mal ganz gut aus. Wir können sprinten, wo wir wollen. Der Kollege nervt uns davon ein bisschen, geht da jetzt schon in die Stefan Hocke. Unsere Skier gehen gut, wie man auch sieht. So, wir sollten jetzt mal gerade ein bisschen Luft lassen. 0,2 Sekunden unser Abstand. Also Östersund, nicht die geilste Strecke. Wir schauen mal, wo Birkenthals ist. Der hat schon zweimal die Null geschossen, Birkenthals. Hat also die frühe Gruppe genommen. Unser Vorteil in Östersund, wir können hier oben natürlich immer leicht ein bisschen abkürzen. Ich laufe hier mal ein bisschen vor die Nase, nur weil ich hier einfach mit Schmackes durchkommen will. Deswegen werden wir läuferisch hier nicht ganz so viel verlieren. Und wie gesagt, dieses Abkürzen, das mache ich halt nach wie vor. Ist ja nicht, das ist wirklich kein Schummeln. Wenn die Konkurrenz zu blöd ist, die Ideallinie zu laufen,
Würde ich beim Formel-1-Spiel jetzt ja auch nicht machen, auf die Konkurrenz warten. Aber ich dränge halt niemanden mehr weg, wie ich das am Anfang gemacht habe. Das war doof. Außer bei der Weltmeisterschaft. Aber da wurden wir ja gleich bestraft. Da hat Karma zugeschlagen. Die Stripperin aus How I Met Your Mother. Oder war das Destiny? Ich weiß es nicht genau. Gibt es irgendwie auch so eine Folge, da machen die dauernd Stripper-Namen-Witze. So 190er Puls. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir läuferisch so gut, dass wir uns schießerisch wahrscheinlich sogar ein bisschen Zeit lassen könnten. Sollten wir im Sprint aber jetzt trotzdem nicht überstrapazieren. Jawohl, ein bisschen Glück. Da war ein bisschen Glück dabei, aber es sollte reichen, um mit den Besten erstmal mithalten zu können. Da sind wir 1,1 Sekunden vorne, so wie es auch angezeigt wurde. Zingerle mit einem Fehler. Läuft ja schon die ganze Saison bei uns mit. Habt den noch nie gesehen. Oberhauser Brown. Naja, egal. So, sind da neue Namen dabei? Habe ich den echt immer verpasst, den Zingerle? Wahrscheinlich einfach durch meine Erkältung gar nichts richtig mitbekommen. So, wir müssen sprinten, sprinten, sprinten. Auch ein bisschen den Supersprint hier schon verwenden. Würde ich jetzt zumindest. Weil sonst haben wir hier oben... Oder haben wir am Ende dann halt auch einfach zu viel Energie. Oh Mist, das war jetzt nicht so gut. Da hätte ich mit mehr Schmackes hier reingehen müssen. So, gehen wir mal ganz kurz raus. Und ballern mal am Kroaten innen vorbei. 0,7 Sekunden noch unser Vorsprung. Wird jetzt wieder größer geworden sein. 2,2 Sekunden. Burkhalter mit der 0. Birkenthals, wie gesagt, zweimal mit der 0. Der ist schon im Ziel wahrscheinlich. 2,2 Sekunden. Momentan sein Rückstand. Ansonsten Leitine noch mit der 0. Die beiden einzigen, die bislang mit der 0 durchgekommen sind. So, wir halten hier mal dagegen. Unsere Skier kicken richtig. Nicer Dicer. Minus 13 Grad, Temperaturen jetzt fast im Idealbereich für unsere Skier. Cool, wie gesagt, finde ich mega nice, dass man da jetzt noch so eine zusätzliche Komponente hat. Und jetzt eine schnelle Null und wir holen uns den Sieg in Östersund. Ja. Boah, da ist mir jetzt ein bisschen Kartoffelbrei in die Hose gerutscht. Eieiei, das wird schwer. 1,3 Sekunden vor Birkenthals. Unten Crnković noch mit der 0. Der Kroate, den wir eben noch kurz überholt hatten. Das wird jetzt schwierig. Schauen wir mal. Wir rutschen und rutschen und rutschen. Hier wird der Vorsprung wahrscheinlich erstmal kleiner werden. 0,7 Sekunden sind es noch, aber wir haben vorne immer noch die Möglichkeit, ein bisschen was rauszuholen. So, jetzt müssen wir hier aber auch super sprinten. Noch nicht den ganzen verwenden, aber immerhin ziemlich. Dann laufen wir hier mal normal rein und nehmen hier nochmal Schmackes mit. So, das sollte auf jeden Fall wieder ein, zwei Sekunden gebracht haben. Aber wie gesagt, da die Kurve ganz außen zu laufen, das erscheint mir auch ein bisschen dämlich. So, let's go. So, hier nochmal durchziehen. 2,1 Sekunden der Vorsprung. Dann geht es jetzt gleich ins Ziel und da müssen wir warten, was die Konkurrenz da natürlich sonst noch so gemacht hat. Es sind schon noch ein paar auf der Strecke. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt nicht auf der Strecke bleiben. So, zieh durch, Junge. Zieh durch. Und dann sind es 1,4 Sekunden vor Birkenthals. Allerdings natürlich der Abstand jetzt nicht ganz so groß. Da wird es nicht viele Weltcup-Punkte geben, die wir uns da zurückholen von Renas Birkenthals. Aber immerhin wird es ein enges, spannendes Höschen bis ins letzte Rennen. Gelbes, rotes und blaues Trikot bei Renas Birkenthals. Wenn wir ihm das jetzt im letzten Rennen noch entreißen könnten, das wäre natürlich nice. Ist Burkhalter schon da? Der müsste noch auf der Strecke sein. Vor dem habe ich noch ein bisschen Schiss.
Oh, wir sind wieder aus der Welt rausgeschossen worden. Burkhalter mit einem Fehler, 2,3 Sekunden dahinter. Also die Besten der Besten der Besten lassen hier nochmal die Muskeln spielen. Edgars Miese, wieder auf dem letzten Platz, der Gute. Aber mit dem Namen kann man halt auch nicht so richtig gut performen. Taras Lesjuk auf der 27, 28, für den ist es dann sowieso jetzt Geschichte. Und wir holen uns den Sieg im Sprint. Das ist selten passiert. Shooting Time war beim ersten Mal überhaupt nicht gut. Beim zweiten Mal auch nicht. Dann war es beim ersten Mal sogar besser als beim zweiten Mal. Also da haben wir dann ein bisschen Glück gehabt, weil wir in der Ski-Time dieses Mal nicht ganz so viel verloren haben. So, wo haben wir denn Renas Birkentals? In der Shooting Time war er diesmal sehr langsam. Also Renas Birkentals hat das Rennen nicht in der Loipe verloren, sondern er hat es tatsächlich am Schießstand verloren. Etwas überraschend, wenn ich ehrlich bin. So, wie gesagt, Endergebnisse schauen wir uns dann an. Jetzt Östersund Massenstart, also keine Verfolgung. Der Wamsi-Michel gegen Renas Birkentals. Es sind 12 Punkte. 12 Punkte und es wird im Massenstart entschieden. Gibt doch kein spannenderes Saisonfinale, als jetzt hier noch den Kampf ums gelbe Trikot mit reinzubekommen. So, Wetter minus 6 bis minus 10. Da schaue ich ganz kurz mal in Bennys Skischule. Dann wird es hier dunkel nebendran. Also minus 6 bis minus 10. Und was war Snow Precipitation? Minus 6, minus 10. Dann wäre es Faster Boost Nummer 3. Und wie gesagt, wer das nicht immer selber rausfinden möchte, einfach unten auf den Link klicken, auf den Discord-Channel kommen und immer auf dem Laufenden sein, was alles rund um Biathlon passiert. Wir gehen jetzt hier rein ins letzte Rennen der Saison. Also Wamsi-Michel gegen Birkentals. Wer holt sich den Gesamtweltcup? So, willkommen zum Meisterschaftsfinale. Mehr oder weniger Meisterschaftsfinale. Nicht nur beim FC Schalke 04, beim Football Manager sind wir nach wie vor im Meisterschaftsrennen drin. Gegen die Bayern, also Bayernjäger Nummer 1 der FC Schalke 04. Hat man jetzt auch noch nicht so häufig gehört in letzter Zeit. So, Östersund keine schwere Strecke, minus 8 Grad. Die Skier sind wieder gut ausgewählt. Bennys Skischule liefert einfach wieder. Im Massenstart ist Joscha Burkhalter der beste Athlet dieses Jahr. Renas Birkentals nach wie vor im gelben, blauen Trikot. Im gelben, blauen, im gelb-blauen. So, und hier vorne wird es jetzt schwer abzukürzen, weil die Konkurrenz einfach auch immer ein bisschen im Weg steht. Aber wie gesagt, das ist halt einfach zu krass. Das muss unbedingt mal gefixt werden in Östersund, dass man hier nicht mehr so extrem abkürzen kann. Da holt man immer ein, zwei Sekunden fast raus. So, wer ist jetzt vorne? Sieht mir nach Joscha Burkhalter aus. Dann Birkentals auf der 3, aber auch schon mit minimalem Rückstand. Unsere Skier, wie gesagt, laufen extrem gut. Da hat der Wachsmeister gut gearbeitet. Ich bin ein bisschen paranoid. Ich habe das Gefühl, wir werden verfolgt. Hier wird immer viel gesprintet. Aber da müssen wir kräftemäßig aufpassen. Aber den Puls jetzt nochmal leicht nach oben. So 190 wäre ziemlich nice. Aber wir gehen es nur bis 185. Sollte aber schon auch passen. Ja, wir müssen eh schnell schießen. Ist Massenstart. Let's go. Birkenthals schiebt nochmal richtig an. Ja, okay. Burkhalter war eben ein bisschen früher da. Pansatsch bleibt dabei. Birkentals bleibt ebenfalls dabei. Alter Schwede, Burkhalter geht aber im Massenstart richtig durch die Decke. 2,8 Sekunden unser Rückstand da schon auf ihn. Viele Nuller. Birkentals auch mit in der Verlosung. Wir können uns ein bisschen Energie sparen. Burkhalter ist uns heute eh egal. Also wenn der da jetzt viermal die Null durchzieht, was ich nicht glaube, spätestens im Stehendanschlag wird der wieder die Fehler droppen, wie ich die schlechten Witze. So, ein bisschen Energie ballern wir rein, da wo es steiler wird. Da hört man auch die Konkurrenz hinten schon wieder löffeln. So, und wie gesagt, das ist einfach scheiße. Bitte fix das mal. So, schauen wir mal, was da jetzt bei rumkommt am Schießstand. Die Windbedingungen waren anscheinend ganz gut, sonst hätten nicht so viele Kollegen die Null geschossen. Und das mit den Skiern, wie gesagt, nice.
muss aufpassen, dass ich nicht dauernd alles lobe, wie beim ersten Ski-Alpin-Video, was ich gemacht habe, wo ich, glaube ich, das Spiel ungefähr gefühlt 600 Mal gelobt habe. Ist mir selber irgendwann auf den Geist gegangen, als ich es geschnitten habe. So, 187er Puls. Wir laufen wieder schön nach vorne. Birkenthals müsste... Jo, der kommt relativ direkt so auf der vierten Position. Hinter Kiers. Zweites Mal liegen schießen. Ja, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was ist mit meiner Hand los? War doch perfekt. Auch von der Gewehrbewegung war es perfekt. Birkenthals geht durch, Karwin geht durch. Mai, oh mai. Da hat einfach mein Hirn einfach nicht gesagt, dass ich schießen soll. Alter, wie blöd. Ich war mir sicher, dass wir die eine richtig gute Null schießen, weil der Rhythmus enorm gut war. Und dann so ein Scheiß. Sowas nennt man irgendwie Selbstsabotage wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das war ja selten blöd. Unglaublich. Wie gesagt, perfekter Schießrhythmus. Das Gewehr hatte eine gute Bewegung. Immerhin ist Burkhalter weg, aber der war uns ja eigentlich egal. Jetzt ist unser großer Konkurrent Birkenthals vorne. Das ist alles andere als optimal. Läuferisch müssen wir schon noch ein bisschen aufpassen, auch wenn die Strecke nicht mega schwer ist. So, nehmen wir mal wieder Schwung mit rein. So viel bringt das jetzt auch nicht. Aber unser Kündchen ist es schon pro Runde. Im Massenstart laufen, glaube ich, nicht alle immer diese ganz, ganz große Kurve, weil sie sich aus dem Weg gehen müssen. So, lassen wir hier auch mal ein bisschen locker. 3 Sekunden sind es noch nach vorne. So, minus 11 Grad. Wo haben wir Joscha Burkhalter? Der ist auf der 7. Ja, Mist. Richtig dumm. Super ärgerlich. Ja, mal schauen, wie nervös ich dann morgen im Stream bin, wenn wir in die neue Saison starten. Achso, ich sollte den Puls nochmal nach oben bringen. Jetzt war ich mit Gedanken aber auch ganz woanders. 187, ja doch, sollte passen. Minus 11 Grad. Die Skier funktionieren nicht mehr ganz so gut. Alter, wieder alle rassistisch unterwegs. Unglaublich. Alter, wie gut kann man schießen? Alle mit der Null. Der eine Fehler haut uns dann richtig in den Sack. Aber wir sind läuferisch schon noch ziemlich gut. Und Burkhalter hat nicht nur schnell geschossen, sondern auch fehlerfrei. Der wird jetzt gleich hier an uns vorbeistiefeln, Joscha Burkhalter. Läuferisch natürlich nochmal eine Klasse besser. Der Schweizer, den wir ja dann auch mit in den Europa Cup, in den Ibo Cup nehmen werden. So, hopp, 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 hopp. Ein bisschen was müssen wir jetzt schon auch mal vom Supersprint raushauen. Sonst haben wir da zu viel für die letzten. So, machen wir natürlich wieder den hier. Wir nehmen ein bisschen Schwung mit. Und dann kommen wir hier mit der Spitzengruppe gleich zum Schießstand. Und dann hoffe ich doch mal, dass stehend, vor allem stehend, so wenig Fehler gibt es ja gar nicht. Doch bei Roller. So, 2,1 Sekunden, das ist natürlich keine Strafrunde. Wie ist eure Meinung so zu den Strafrunden? Den Entwicklern wurde ja häufig gesagt, dass die Strafrunden zu kurz sind. Ich muss gestehen, dass ich mit diesen 6-7 Sekunden... die so eine Strafrunde kostet, eigentlich ganz zufrieden bin. Ich finde nicht, dass eine Strafrunde 15 Sekunden kosten sollte, weil ansonsten lässt man sich ja noch mehr Zeit beim Schießen. So ein gewisser Druck sollte schon da sein, dass man schnell schießen muss, um zu gewinnen. Dafür habe ich ja das Einzel, da habe ich dann richtig Zeit. Aber wenn die Strafrunde genauso viel Zeit kostet wie ein Fehlschuss im Einzel, macht dann auch nicht so richtig Sinn. Man kann es ja einstellen noch im Einzel. Eieieiei. Wird trotzdem noch ein enges Rennen. Fehler bei Panzer, Burkhalter mit der Null.
Aber Birkenthals muss noch eine Runde mehr laufen. Jetzt die Frage, wie viele Athleten können wir zwischen uns legen? Wir sind nur auf dem vierten Platz. Das war jetzt nicht optimal, was wir da gelaufen sind. Ah, Birkenthals direkt hinter uns. Bräuchten noch den ein oder anderen Athleten mehr dazwischen, damit wir mehr Punkte eben auch zwischen uns legen. Aber da waren jetzt einige richtig gut. Burkhalter und Karvinen mit der Doppel-Null. 11,7 unser Abstand. Birkenthals 15,1 Sekunden. So, das wird jetzt doch nochmal ein enges Höschen. Schauen, wo Birkenthals da gleich rauskommt. Aber der Punkteabstand zwischen Platz 4 und 5 ist definitiv nicht so groß, dass wir den Gesamtweltcup noch gewinnen könnten. Da müssten wir jetzt schon noch den Kollegen vor uns irgendwie einsammeln und das werden wir nicht schaffen. Das werden wir definitiv nicht schaffen. Zackner ist auch ein guter Läufer, der Este. Also der Sieg wird wahrscheinlich an Burkhalter gehen. Wir werden auf dem vierten Platz hier reinkommen. Jo, Vierter werden wir auf jeden Fall. Aber mehr ist es dann eben leider nicht. Schade. Wenn wir da jetzt den Sieg geholt hätten, zweimal die Null geschossen, was ja durchaus möglich gewesen wäre, wenn ich nicht meinen kompletten Aussetzer gehabt hätte, dann hätten wir uns vielleicht noch den Gesamtweltcup holen können. Aber ich merke auch heute, ich bin irgendwie mega nervös, weil es wie gesagt jetzt morgen auch wieder weitergeht mit der Arbeit. Da bin ich irgendwie am Tag davor immer so ein bisschen unruhig mit allem. Also Burkhalter macht das, was er kann. Zwei Fehler schießen, trotzdem schneller laufen. Im Massenstart ist er unschlagbar. Karvin auf der 2, Zackner auf der 3, der Wamsi-Michel auf der 4. Skitime war gut, klar, dadurch, dass man hier immer ein bisschen abkürzen kann. Shooting-Time war okay, 6,9 beim zweiten. Aber da haben wir auch jeweils einen Fehler dann geschossen. So, jetzt werfen wir mal den Blick drauf. Die Biathlon-Saison ist rum. Wird jetzt gleich auch wieder der schöne Text kommen. Okay, jetzt kommen noch ein paar Rennen. Biathlon Season is over. Schauen wir mal. Boah, 7 Punkte fehlen uns. Ist nicht so schlimm. Wäre natürlich nice gewesen, es noch zu schaffen, weil dann hätten wir mehr Punkte bekommen, um den Athleten zu leveln. Aber trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Wir gehen noch mal ganz kurz durch. Im Sprint, unsere schwächste Disziplin, ist klar. Da muss man den Boost laufen und vor allem auch super schnell schießen. Beides nicht so meine Qualität. In der Verfolgung dann eben auch nur der dritte Platz. Massenstart der dritte Platz. Im Einzel sind wir deutlich vorne. Da geht es eben um die Schieß-Skills. Und da, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann passt das schon. Staffelrennen gab es leider nicht. Der Sangria Kim im Einzel natürlich vorne. Und insgesamt, boah, ist nochmal richtig eng geworden für den Sangria Kim. 8 Punkte hat er dann nur noch ins Ziel gerettet. Aber wahrscheinlich gab es da auch jetzt nur noch einen Sprint und einen Massenstart. Dann ist es natürlich auch schwierig. Aber sehr schön, César Bové, Mikuiska, Skorusa, Jakela, Sinapov und der Sangria Kim. Die steigen in den Europacup auf. Makarov, Pantsac, Karvin, Burkhalter, Birkenthals mit uns. Absteigen werden Donhauser, Zinkovic, Renkel, Usov, Miese und Hallström und David Zingerle habe ich irgendwie die ganze Zeit völlig ignoriert. Einfach weg ignoriert. Der ist mir nicht wirklich aufgefallen. Lombardo, Kiriev, Sima, Unterweger, Flore und Stalder steigen auf. Roman Rees nur auf einem schlechten 9. Platz. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das sind die Absteiger. Da ist jetzt Tommaso Giacomel sogar mit dabei. Und David Zobel steigt aus dem Weltcup ab. Marco Groß auf der 33. Strelo auf der 23, Johannes Kühn auf der 16 und bester Deutscher auf der 10, Philipp Navrat. Aber der gesamte Weltcup-Sieg geht wieder nach Schweden, Sebastian Samuelsson. Und bei den Damen, ich habe da eine heiße Favoritin aus Frankreich. Julia Simon vor Elvira Öberg und Tandre Wold. Absteiger können wir mal schauen. Vanessa Vogt leider abgestiegen. Lotte Lee ist abgestiegen. Dafür haben wir aber aus dem Ibu Cup noch Aufsteiger. Clara Bayer ersetzt dann quasi die Deutsche. Janina Hettich auf der 13. Da gibt es dann Emma Lunder, die absteigt aus Kanada. Im Europacup Remenova natürlich. Linda Zingerle, die den Durchmarsch einfach mal macht.
Lisa Maria Spark und so weiter, haben wir schon drüber geredet. Und im Junior Cup Drabucki vorne. So, was haben wir geschossen? 95% Accuracy finde ich eigentlich ziemlich nice. 95% der Schüsse haben auch ihr Ziel getroffen. Da kann ich auf jeden Fall mit arbeiten. 6 Siege, 2 Rennen in Gelb am Anfang der Saison. Dann Rennen in Rot haben wir auch. Nee, zweimal in Gelb. So rum ist richtig. Wie gesagt, ich bin heute nicht so richtig auf der Höhe, nur heute. In Rot sind wir 6-mal gelaufen und in Blau sind wir 4-mal am Start gewesen. Bei den Weltmeisterschaften Silber in der Verfolgung. Das war auch ein sehr starkes Rennen. Da hatten wir eigentlich aber auch mehr verdient, weil ich finde, das stärkste Rennen, was wir da gemacht haben, war eigentlich der Sprint. Da sind wir mit 1,5 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen. So, wir, denke ich mal, beenden unsere Karriere noch nicht. Wenn jetzt hier der Sangria Kim die Karriere beendet hätte, es hätte mir das Herz gebrochen. Timofey Lapshin, der macht Schluss. Federica Sanfilippo, ein Kumpel von mir mit meiner Jugendmannschaft, hieß Sanfilippo. Habe ich immer überlegt, mit wie vielen Ls und wie vielen Ps sich der Gute schreibt. Aber ich glaube, er hat sich ganz genau so geschrieben. Also Grüße gehen raus an Fabio Sanfilippo. Dann Cornel Puciano, wen haben wir sonst? Raido Renkel hört leider auf. Gusik beendet die Karriere. Robert Slotins. Durchaus auch noch ein Begriff. Und dann können wir wieder leveln. 32 Punkte haben wir zur Verfügung. Ich mache auf jeden Fall beim Laufen wieder mehr. Das ist wahrscheinlich wichtig. Jetzt haben wir hier nicht mehr ganz so viele. Okay, das können, müssen wir oben dann doch noch mal ein bisschen was abziehen. Speed Endurance, wir machen mal bei denen, wo wir eh schon 71 haben, ein bisschen runter. Und gehen mal beim Schießen natürlich auch ein bisschen aufs Leveln. Ach, guck mal hier. Finisher. This skill can be obtained until the age of 23. And after 32 years it is cancelled. Okay, Second Breath wäre wahrscheinlich nice. Aber wie viele Punkte müsste ich dafür geben? Oder was bedeutet das? Wie kann ich das denn bekommen? From the age. Achso, wahrscheinlich bin ich noch zu jung. Of 25, of 23. Ja, okay. Also das können wir einfach noch nicht machen. Da sind wir noch zu jung für Second Breath. Aber finde ich ja irgendwie auch nice. Ich weiß gar nicht, wie alt der Wamsi Michel jetzt ist. Wir verbessern uns mal und werfen mal den Blick auf den neuen Weltcup. Eine neue Saison beginnt. Die Folge heute jetzt auch irgendwie ewig lang. Sebastian Samuelsson mit 97 Punkten, Vollakret mit 94. Holy fuck, Burkhalter macht wieder den Durchmarsch an die Spitze im Ibo Cup. Das finde ich nicht so nice. Das sollte auf jeden Fall mal überarbeitet werden, dass die Kollegen nicht sofort auch die Besten dann im nächsten Weltcup sind, weil so macht es irgendwie keinen Sinn und ist auch irgendwie unrealistisch. Der Wamsi Michel, der macht nämlich den realistischen Aufstieg. Die kriegen natürlich auch alle einfach so 4 Punkte on top circa. Muss man natürlich auch so sehen. Die Abstände sind halt nicht gering. Vom Besten im Europacup zum Besten im Ibo Cup. César Bové zum Beispiel wird dieses Jahr den Europacup dermaßen dominieren und nächstes Jahr auch im Ibo Cup direkt vorne sein. Aber wir mit unserem 71er Wert, 82er Wert bei Joscha Burkhalter, da werden wir schon richtig Probleme bekommen unterwegs. Wir schauen mal ganz kurz noch auf unser Alter. Wir sind erst 21. Second Breath, Finisher, Steel Nerves können wir alles noch nicht machen. Können wir dann aber in der übernächsten Saison vielleicht uns einfach mal anschauen, wie das Ganze so wird. Der Sangria Kim mit der 67 hat sich läuferisch, glaube ich, sogar minimal verbessert. Aber im Schießen ist er nach wie vor eine absolute Granate. Samuelsson hat wahrscheinlich die Steel Nerves. Okay, damit schießt man wahrscheinlich ruhiger. Das ist natürlich auch nice. Aber gut, also das ist der Überblick für die nächste Saison, für die dann schon 4. Saison. Also wer hätte gedacht, dass wir so lange durchhalten? Mir wird immer vorgeworfen, dass ich Let's Plays einfach so mittendrin abbreche. Aber hey, 4. Saison Biathlon, so weit sind wir noch nie gekommen. Macht auch mega Spaß. Ich möchte auf jeden Fall auch noch im Weltcup dann irgendwann mal gegen den Abstieg kämpfen. Das würde auch richtig, richtig Laune machen, sich von der Konkurrenz da in Grund und Boden laufen zu lassen, 4-mal die Null schießen und trotzdem nur 34. werden. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Also, ich bin gehypt. Ich freu mich, wenn ihr morgen dann ab 18:30 mit im Stream dabei seid. Gestreamt wird auf YouTube und auf Twitch. Also, es ist egal, wo ihr gerne zuschauen möchtet. Es ist beides einfach möglich. Das nur noch mal so gesprochen. Wir sind jetzt im Ibo Cup. Dieses Mal werde ich auch die richtigen Stationen vorlesen. Tumen, Canmore, Pyeongchang,
Peking, Pokljuka, Sochi, Salt Lake City, Antholz, Novo Mesto, Hochfilzen und Östersund. Also, puh, kein Holmenkollen mit dabei, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, sieht gut aus, sind also ein paar Strecken. Pyeongchang zum Beispiel auch eine nice Strecke, wo man immer gute Chancen hat, was zu machen. Freue ich mich drauf. Weltmeisterschaften finden dieses Mal in Tschechien statt. In Novo Mesto geht es dort an den Start. Der Wamsi Michel hat Bock. Auftakt in Tumen im Einzel mit einem 71er Durchschnittswert. Versuchen wir dann, die Biathlon-Welt noch unsicherer zu machen, als die Welt nicht ohnehin schon ist. Ich sage nochmal Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns morgen im Livestream. Da wird es dann allerdings auch kein Video geben. Da muss ich dann auch schauen, wie ich das für den Dienstag mache, wobei ich Dienstag gar nicht so lange unterwegs bin. Dann könnte ich wahrscheinlich danach schnell ein schönes Video noch aufnehmen. Also, Dankeschön und bis morgen. Ich hoffe, ihr seid zahlreich mit dabei. Vielleicht schaffen wir ja einen neuen Streaming-Rekord. Ich glaube, der ist gar nicht so schwer zu knacken, aber wir hatten, glaube ich, mal 85 Zuschauer oder sowas beim letzten Mal, als wir noch Radsport gestreamt haben. Vielleicht kriegen wir es beim Biathlon ja jetzt nochmal ein bisschen höher hin. Also, ich denke, mit den vielen tausend Aufrufen, die ja jeden Tag dabei sind, kriegen wir vielleicht simultan wirklich mal das Ganze dreistellig auf die Beine. Macht's gut und bis morgen.